Mal schauen, ob Jordi 70 Tage out. Noch immer gut Power. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner. Jordi Münster. Kai Dedan. Und wir haben gerade ein absolut krankes Training geballert. Deshalb, ich würde sagen, ihr schaut ein gutes Video. Let's go. Und bleibt dran. Ja! Ey! Papa, was suchst du denn? Such den Booster, den du die ganze Zeit von uns schnarchst. Gar nicht. Ja, wo ist der Bastard? Also, ja. Den hab ich hab auch selber einen geholt, den habe ich hier leer gemacht. Leute, es wird Zeit für Booster. Ich nehme übrigens fast nie Booster. Also vielleicht so ein bis zweimal im Monat. Aber wenn, dann geht's richtig ab. Und heute geht's auch richtig ab. Deshalb zwei Scoops von Gold. Und was krasse ist, wenn ihr etwas im Wert von 25 Euro einkauft und den Link in der Beschreibung benutzt, bekommt ihr eines dieser Babys komplett gratis dazu. Das sind 9 Portionen, in dem sogar 30 absolut gratis. Also wer das nicht nutzt, ist absolut amputiert. Gestern amputiert, du. Also hol dir einen Gold Booster. Und jetzt nehmen wir Booster. Ja, jetzt wird gescoopt. Für den lieben Gregette Bastard. Und wo ist das Wasser? Brauchen wir. Schön auf Shirt angekleckert, jetzt kannst du wieder waschen, so war 1 und 2. Jetzt bin ich ready. Geil. Ich habe hier zwei. Spülst du wieder Gold mit Monster runter? Nein, nie wieder. Aber ich habe hier zwei Dosen Monster, das heißt, ich werde nur maximal 2 Scoops nehmen. Also low Koffein today, you know what I mean? Ich nehme übrigens auch derzeit eigentlich so gut wie fast kein Koffein in meinem Alltag zu mir. Kein Kaffee. Cola Zero wirklich nur selten. Damit ich eigentlich auch niemals koffeinresistent werde, beziehungsweise mich an dieses Koffein gewöhne und dann irgendwann immer mehr nehme. Das heißt, falls ihr Booster nehmt, vielleicht so 2 bis 3 Mal die Woche, vielleicht auch nicht immer die volle Dosis und dann knallen eure Workouts auch richtig rein. Kipp dir hinter, du. Leute, Link in der Beschreibung, gönnt euch, unterstützt lieben Paul, ihr bekommt exklusiv gratis dazu. Kai entlastet erstmal seinen Unterdrücken. Ja. Hat er für sich entdeckt den Sitzsack, ja? Übelgeil, ja. Und dann ein bisschen was sippen. Ein bisschen verdauen und dann ballern. Wird gleich geballert. Das Warm-up darf nicht vernachlässigt werden. Auch Indoor ganz wichtig, Leute. Wir wollen ordentlich in Fahrt kommen. Hallo Freunde, euer Pumping Johnny hier. Heute aufwärmen mit Band. Warum? Das ist nichts Oldschool Bodybuilding, Freunde. Das ist Schwachsinn. Das ist optimal zum Anddrücken. Ich fühle mich heute richtig geil. Also vorher auf Johnny gewartet, locker so 40 Minuten. Da dachte ich, ich schlafe nicht ein, aber jetzt nach dem Booster, ich fühle mich krank explosiv. Also wenn heute endlich nicht wieder an die alte Leistung angeknüpft wird, dann weiß ich auch nicht. 80 kg, Motherfucker. Schön, 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 schön. Und das Krasse ist, ich habe die letzten Tage immer Oka-Uka trainiert. Ich muss sagen, ich bin deutlich besser regeneriert. Also vor allem in der Brust. Ich habe in der Brustmasse nur eine Übung gemacht. Das 2-mal die Woche. Jetzt eine Übung 3-mal die Woche. Und ich könnte wahrscheinlich sogar noch eine zweite mit einbauen. Absolut krass. Mal schauen, ob ich dabei bleibe. Wir werden sehen. Mom Spaghetti. Okay. Ja, Leute, die Stabsagen hier zu sehen. Und ich mache ein bisschen Bankdrücken mit dem Pauli hier. Kai wärmt dich auch schon brav auf. Ja, die Rotatoren. 100 Kilo, let's go, baby. Saftig. Sauber, das wird schön. Mal schauen, ob Jordi 70 Tage out. Noch immer gut Power. Ja, servus Leute, an den Feiertagen müssen wir schön ein bisschen Bässchen bitchen. Ja, come on, hey. 140. Yeah, but I'm going to take it out by myself, bitch. I'm going to do 8 to 10 reps. Yeah, buddy. Ain't nobody peanut. Woo! Schön, come on. Power. Yeah, ja. Sehr schön. Easy, jawohl. 8, jawohl, komm. It's lightweight, bitch. 70 days out. You know what time it is. 8 weeks out. Squatting 800 pounds. Nobody do that like me. Should I stand behind you while yes. doing this? Yes, okay. Das ist jetzt zum zweiten Mal 150 Kilo. Ich muss sagen, Corona hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Bin immer noch nicht bei dem Gewicht, wo ich mal vor meiner Krankheit war. Mal schauen, 150. Mal 5 wären schon gut. Oh, so komm! Ja, perfekt. Ich schwöre euch, Kommando zum Kopf, drückt euch immer noch einen Rap raus. Das ist das Spezialtraining. Spezialtechnik. Special technique is with your bro. Oh, ich bin mal von meinem Arsch. Alles klar.
Okay, Leute, wir machen es ein bisschen schräg. Also ich mache auf jeden Fall Schrägbank und direkt mache ich Liegende. Das heißt, ich mache nur ganz wenig Gewicht für Schrägbank, nur mit Kurzhanteln. Ich habe das letzte Mal auch auf 50er hoch, aber diesmal mache ich nur 40er, weil ich habe einen Exersatz mit 130 gemacht und das hat mich jetzt komplett zerlegt. Ich achte jetzt wirklich nur auf Muskelkontrolle. Deshalb kann auch währenddessen gehen. Die Muskel ist schön. Die wirst du gleich sehen, die ist voll, Alter. Jetzt, normalerweise 24er, wir haben gerade keine 24er, oder? Ja, deshalb trainiere ich mit 20. Schön weit nach außen und tja, Double Touch. Okay, jetzt zieh mich aus, pass auf. Show us the pump. Hier ist der Chest, ich alle die Schultern, Bruder. Jetzt bin ich schon fast kalt geworden, sollte auch mal ballern. Kai startet jetzt mit seinem Pull-Training. Ich habe dann gleich auch nochmal Rücken, deshalb passt das optimal. Das sieht auf jeden Fall nach einem guten Gewicht aus. Happy. Johannes, liebe Grüße. Deine Stirn ist immer so blau wie die Stelle jetzt gleich hier. Alter. Oh, fuck. Ich schwöre euch, Johnny ist ein Phänomen. Er isst 2200 Kalorien, ist keine Ahnung, seit 2350. 10 Wochen auf Diät. Und ist prall des Todes, also ich verstehe es nicht. Er ist halt vielleicht ist gemacht. Prall? Er ist gemacht für Bodybuilding. Ja, klar bist du prall, Alter. Ich schwöre, ich bin so glücklich, dass wir einfach mal einen Latzug hier haben, also absolutes Privileg. Also hoffen wir, dass nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland die Gyms bald wieder zumindest für alle ready sind und dass es keine Zeitbeschränkung gibt und dass wir alle wieder schöne Gains machen können. Jetzt ballern wir. Ja, hier ist Kreuz-Promotion, jetzt Bescheid. Insta, YouTube, let's go. Facebook, TikTok, YouTube, Spotify. Let's go, Zeros, hier, buddy. 50 Kilo, läuft. Come on. Ah, die 60er sind heavy, ey. Mensch. Achso, waren sogar 60er, Alter, Junge. Mein Muskel bricht, Alter. Läuft. Johnny macht hier heute fast reines Kurzhandeltraining. Mehr braucht man nicht. Dann macht ihr den Kasper, das gibt's ja nicht, du. Der Trizeps muss wachsen. Der muss streifig sein. Gleich weiter hier zum nächsten Kandidaten. Yeah. Zu geil. Einfach. Oh. Yep. Jonathan packt schon wieder, der Junge. Jo Jungs, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke fürs Training. Ich muss mein Diätplan wieder weiter folgen und jetzt endlich mal fressen. Da gönnt sich jetzt schön hier ein bisschen. Zucchini-Nudeln, Alter, richtig geil. Du hast was gemacht, was ganz Spezielles, ne? Ich gönn mir dann gleich Lasagne. Seht ihr auf Insta. Also Johnny, bis dann. Wir sehen uns. Und bei uns ist das Training natürlich nach 2 Stunden noch nicht vorbei. Kai hat hier noch ein bisschen, was hast du? Hintere Schulter und dann Bizeps. Jawohl, ich habe noch eine schöne Rückenübung und dann auch Bizeps plus Trizeps. Läuft. Bei mir gibt es keine 60er, sondern die 40er reichen mir durchaus. Das ist schön kontrolliert. Ziehe ich auch ein bisschen in die Breite, damit halt Pets mit dabei sind, die Mid-Traps und generell der ganze mittlere Rücken ordentlich arbeitet. Let's go, boy. Oh, fuck. Das ist auf jeden Fall scheiße schwer. Ich fühle mich so, als könnte ich noch 2 Stunden trainieren. Also Booster ist bei mir echt manchmal ein krasser Game-Changer. Aber wie gesagt, nicht zu oft nehmen, nicht so wie Manuel komplett durchballern, werde ich ihm auch demnächst sagen, dass er mal ein bisschen Koffeinkonsum runterschraubt. Ansonsten, egal was ihr bestellt, wie gesagt, ab 25 Euro mit Link in der Beschreibung bekommt ihr ein gratis Exclusive dazu. Unbedingt abchecken. Ballern. Oh, 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 oh yeah, oh, oh yeah, oh. Schön, lass brennen. Gib ihm. Yeah. Yeah. Boah. Boah. Jetzt sind es gleich 52 Arme. Ich muss sagen, die Übung ist derzeit meine einzige Bizepsübung und ich feiere es absolut. Am Kabel wäre natürlich noch ein bisschen geiler, aber das jetzt irgendwie umzubauen und dann noch Gummiband vielleicht zu verwenden, ist ein bisschen so umständlich und so, ballert das krass rein, vor allem der Winkel ein bisschen zurückgelehnt. Extrem geiles Gefühl mit dem Eindrehen. Ja gut, Freunde, wir ballern jetzt noch schön unsere letzten Sätze durch. Das soll es gewesen sein, mal sehen. 2,5 gute Stunden für mein Oberkörpertraining. Kai hat ein bisschen kürzer gebraucht, aber es macht Spaß. Es ballert geil, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Schaut bei den Jungs vorbei, Kai, Johnny, Luca genauso. Link in der Beschreibung checken für ein krasses Produkt. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Peace fucking out.